Pünktlich zum Frühjahr konnten Essinger Bürger und Bürgerinnen erfahren, wie die Kenntnisse des Nachwuchses des Zupforchesters gewachsen sind. Nun, man kann sagen, dass eine Zunahme und eine Abnahme festzustellen war. Die Kenntnisse und Fertigkeiten der Kinder hatten zugenommen, ebenso die Zahl der Zuschauer. Abgenommen haben dagegen Zuschauer, die nicht als Vater, Mutter, Opa oder Oma anwesend waren. Das finde ich schade. Denn hier findet ein Stück Zukunft statt, etwas, worauf Essingen stolz sein und aufbauen kann. Aber schauen wir doch mal, was die Kinder dazu zu sagen, zu singen und vor allem zu spielen haben. Inzwischen sind die Musimo-Kinder unter der Leitung von Berit Bischoff einmarschiert. Sie sind in der musikalischen Früherziehung und beschäftigen sich erst einmal mit den Orff'schen Instrumenten. Sie lernen kennen, was laut und leise, schnell und langsam bedeuten. So erhalten sie ein Gefühl, was sie durch unterschiedliche Spielweisen ausdrücken können und wie es klingt. Und nochmal ein gemeinsamer Auftritt, bei dem das gesamte Können gezeigt wird. Nun kommen wir zu den Vorträgen der Mandolinen- und Gitarrenschüler. Sie sind in drei Gruppen eingeteilt, je nach Alter und Können. Wir fangen mit den Kleinsten an, die gerade Grundbegriffe auf ihrem Instrument gelernt haben und dennoch bereits einfache Lieder spielen können. Sehen und hören Sie nun Lisa, Lukas, Kim, Mathieu und Dominik. Dominik spielt eigentlich in der dritten Gruppe, wurde aber aus Zeitgründen vorgezogen. Hier kommen nun die etwas fortgeschrittenen Schüler. Christoph, Kilian, Mario und Vanessa.
Gruppe 3 stellt schon die Könner unter den Mandolinen- und Gitarrenschülern dar. Sehen und hören Sie Annalena Scheurich, Lena Hasenöhrl, Aaron Neugill und Christoph Weiß. Mit Lena Hasenöhrl und Christoph Weiß hat das Zupforchester im Nachwuchsbereich auch zwei Preisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert. Im Februar 2009 war es für die damals 14-jährige Lena Hasenöhrl die erstmalige Teilnahme am Wettbewerb. Sie bekam den zweiten Platz. Christoph Weiß belegte in diesem Wettbewerb den ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Dort belegte er dann den zweiten Platz. Das Zupforchester hat in jeder Altersstufe Musiker mit hervorragenden Anlagen, die auch mit den entsprechenden Leistungen dann an die Öffentlichkeit treten. Das spricht für eine hervorragende Ausbildungsleistung der Dirigentin Denise Wamsgans und aller Lehrer des Zupforchesters Essingen.